So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Jetzt wollte ich gerade sagen, Scrap Mechanics zusammengespult. Inzwischen spiele ich es ja, ich hoffe, der ein oder andere von euch sieht sich das an und gefällt da vor allem. Das ist die Hauptgeschichte dabei. Aber darum geht's nicht. Wir spielen jetzt Monkey Island 2, nämlich. Ja. Genau. Herzlich willkommen dazu. Es ist jetzt, muss ich gestehen, ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Wir waren in der Bücherei und wollten Dinge. Hier in der Gasse gab's das. Nein, da gab's die Tür mit Bruno, glaube ich, hieß der. What do you want, kid? Open up! This is a raid! Get lost! Okay. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, dass der Kollege Bruno heißt, aber der Meinung war ich auf jeden Fall. Genau, ich habe ein bisschen am Sound rumgespielt. Ich hoffe, das passt so. Sollte ich, werde gleich nach der Aufnahme schauen. Also in der Probeaufnahme hat es auf jeden Fall gut geklappt. Hier gab es. Ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Wir haben eine Voodoo-Puppe von. Oh Mann. Der Büchereiausweis. Deine Schlüssel sind Stock. I don't know how to play. What a big organ. Aber kein Futter. Ich weiß gerade echt nicht mehr, wo wir sind, waren. Ich gehe mal auf die Insel spazieren. Vielleicht können wir dem. Ach nee, sind Käsereste, kein Bummer. Ja, vielleicht können wir die dem Fischer geben trotzdem. Dem kann man den durch. I doubt he'd appreciate that. Glaube ich auch nicht, aber. Looks only slightly better than he smells. Aber er sieht zufrieden aus. Got anything yet? Are you kidding? I reached my limit hours ago. I'm a game warden. I'll have to confiscate your pole. You're a game warden, huh? Let's see a badge or something. Verdammt. Actually, I'm Guybrush Threepwood, a mighty fisherman. Oh, you are, are you? I'm the best fisherman in these isles. Oh, I beg to differ with you. I'm the best fisherman in these isles. Okay. You? Why, you couldn't fish your way out of a paper bag. What? The pike I catch make Pike's Peak look like an anthill. That's why I'm known as the Blowfish. Okay, wie willst du in einem Meer Forellen fangen? Ja. Du meinst wohl Karpfenkellner oder mich nennt man auch den Wal am Haken Threepwood. Deine Finger kannst du ja nur mit deinem Pinzette wieder ins Wasser werfen. Ist das hier so eine Art Beleidigungsduell? Beleidigungsfechten? Oh. You mean the blow hard? Listen, bait for brains. I'm the best around, and that is that. Not if your line is as weak as your line. Perhaps you'd like to make a small wager, eh, Mr. Fisherman? No? Sure, I'll take your bet. Let me tell you what I had in mind first. If you can catch a bigger fish than I can, I'll give you my prize-winning fishing pole. What's the catch? If I catch a bigger fish than you, you have to eat it. Raw. Okay. Ooh, you mean on rice with a little wasabi and soy sauce? No. Plain cold and with the head still on it. What do you say? Ich nehme an, wir müssen diese Wette annehmen. Alright, it's a bet. Great. I am really looking forward to making you eat my catch. What with all the sewage from Governor Fat's mansion, the fish are usually pretty gross. I never eat mine. Just sell them to restaurants. Best get fishing, buddy. Na dann. Hurra.
Nice pull. Thanks. Nice pull. Okay, den kriegen wir dann, wenn wir gewonnen haben. Das dauert also. So, ich muss mal eben niesen. Ich muss immer nur niesen, wenn ihr dabei seid. Wasserfall war nicht. Hier kommen wir nicht rüber, weil wir nicht rüberkommen. Kann ich hier schneller hin? Kollege schläft, ne? Ja. Just back the truck in. There's food or something stuck in the drain. There's food or something stuck in the drain. It seems to go off before stuff comes out of the tube. Okay, warte, hier lang komme ich nicht. Auch nur Dinge anschauen. I don't think this has been washed in about 10 years. Hm. Wir wollen das mal an. Sleeping like a baby. A baby elephant. I don't think I could move him. I don't think I could move him. I don't think I could move him. I don't think I'd better wake him up. Okay. Ein Buch. Moment. Berühmte Piraten. Haben wir noch mal in der Bibliothek, ob wir da irgendwas finden? Berühmte Piraten. Nicht mehr, wo wir sind. Waren. Also, wo wir sind, ist mir schon klar. Wir sind auf Hat Island. Hier komme ich nicht hin, weil. So, schauen wir uns nochmal den Wasserfall an. Da komme ich hoch. Dahinter, aber es kann. Habe ich irgendwas, um diese Pumpe zu benutzen? That doesn't seem to work. Okay. Come on, Mark. Ah, ich kann's wieder drauf versuchen. Can't dig that, Daddy. Lass mir jetzt irgendwie. Something of the thread, something of the head, something of the body, and something of the dead. Okay. I think Largo's out of voodoo range by now. Aber könnte noch mal interessant werden. Eine Banane, na super. Na. Guybrush Threepwood, 1060 West Addison, age 21, pirate. Hier ging's auch nicht weiter, ne? Okay, also wir müssen diese Pumpe mit Sicherheit abstellen, dann können wir... Das freut mich auch. Dann kommen wir bestimmt irgendwo weiter. Aber wo? Dass überhaupt hier geht irgendwie eine Höhle runter, da würden wir dann kommen und so weiter und so fort. Glaube ich. Weiß ich aber.
Und ich rate weiter, wenn wir diese... Ja, der geht nur nach oben. Na gut. Ich wollte die berühmten Piratenzitate in der Bibliothek nachforschen. Gibt's uns? Und in dem anderen kann ich nur... Der eine Tussi mit dem Glasbodenschiff. Auch nochmal. Was gibt's? OK-Teilkasten. A, B. Geht nicht, aber AB ist irgendwie anders, oder? Ach, guck an. Oh, Moment. Look at the silver spoon. I'll have to remember that. Ups. Einfach nur der Gaudi halber will ich das mal anschauen. Nix. Sehr schön. Hier mit vollen Händen die Geschichte von Stan. Ihr erinnert euch, der Verkäufer aus dem letzten Teil, von dem ich sicher bin, dass er uns hier auch noch begegnen wird. Oh, ich glaube, wir haben seinen Laden schon gesehen. Der immer so mit den Händen noch umfuchtelt. Kurz danach. Mit leeren Händen, das Leben des Herman Toothrot. Ja, das ist der, der unser letztes Schiff verloren hatte. Big Whoop, siehe Schatz. Aha. Okay, wir brauchen es wie Schatz. Ich frage mich gerade, was das hier bei S macht. Es wie Chirurgie. Oh. Ja, die Überschriften. Die Irrgartenbau. Alles klar. Immer die durch die Wand geht. Sind angemeldet. Alles klar. Eine Geschichte von Scab Island. Scab Island History. I'll have to remember that. Okay. I think I'll try a different drawer. S. Gibt nur S. Es gibt keinen Schatz. Oder habe ich das noch nicht gesehen? Und irgendwie kommt es mir vor, als ob teilweise... I think I'll try a different drawer. Big Whoop. Wo ist Big Whoop?
Okay. I've had it with this card catalog. Okay. Mal sehen, ob wir uns das so merken konnten. Pardon me, miss. What do you want this time? I'm looking for a book. What book are you looking for? Could you find Scab Island History? Okay. Here you go. Anything else? Ja, und zwar... Do you have Lick the Silver Spoon? Doch, da drüber. Drin. Nee. Okay, here you go. Anything else? I won't be needing any more books just now. Don't slam the door on your way out. Okay. Doch, eine Frage hätte ich noch. What do you want this time? Why do you have a model lighthouse here? There's a new lighthouse being built in town. That is a scale model of what it will look like. Does it work? It wouldn't be much of a lighthouse if it didn't, now would it? Actually, I meant the model. Oh, yes, normally the model works too. The bulb is burned out right now, but there's a scaled-down lens inside. Sorry, I didn't mean to bother you. Yes. Then why did you? So. Wir haben Bücher bekommen. Scab Island History. It says here that Scab was first settled as a quarantine island for skin diseases. It later became a haven for pirates because of its distinctive lack of authority figures. Okay. Lick at the Silver Spoon. This is a pretty useless book. I'm not even sure why I checked it out. Was mich interessiert hat. Vielleicht kann man ja nämlich das eine Buch mit dem anderen tauschen und dann hätten wir die berühmten Piratenzitate. Hätte ich wenigstens irgendwas geschafft in dieser Folge. Noch habe ich 2,5 Minuten. Yalla yalla, Kollege. Wer von euch guckt eigentlich die Ehe? So richtig mit Leidenschaft und Freude. Wird niemand interessieren. Und was ihr von der bisherigen EM erhaltet. Das ist ziemlich strange. Also, beziehungsweise im Zeitpunkt, wo ihr das hier anschaut, dürfte Deutschland schon das im Achtelfinale gespielt haben. Ich habe mir heute Österreich gegen Island angeguckt, letzt. Muss sagen, ich fand's geil. So. Ah, cool. Ja, wir haben was erreicht. Wir haben Dinge gemacht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, schauen wir uns doch gleich mal an, was wir da haben. Famous pirate quotations. Happiness is a warm manatee. Barney Gow. Kiss me, I've got scurvy. Fester Leech. Darg! Old Skunk Eye. Violets are blue, roses are red. We're coming aboard. Prepare to eat lead. Rapscallion. Mouthwash. We don't need no stinking mouthwash. Commander Buttonhead. Okay. Ich weiß zwar noch nicht, für was es relevant ist, aber es ist relevant. Weil LucasArts hätte ja niemals und zu keinem Zeitpunkt irgendwas, übrigens so sah das hier früher aus, Irrelevantes in Spiele eingebaut. So, Walked Path. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob wir da auf dem anderen, auf der anderen Insel schon durch waren. Where do you want to go? Hier auf
Hier sind wir. Daher kommen wir. Und nach da wollen wir Booty Island. Ob wir auf Booty Island komplett durch waren. Das finde ich mit euch aber in der nächsten Folge heraus, weil wir sind schon wieder 20 Minuten rum. Wir sind schon wieder 20 Minuten rum. Na, egal. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns. Jetzt habe ich und habe die Ehre.